wir sind in Folge Nummer, keine Ahnung, 9. 9. Und Justin lockt sich gerade noch ein. Und unser Plan ist jetzt ganz schnell zurück zu unserer Base zu gehen, denn wir rechnen hardcore, wirklich zu 1000% mit einem Angriff. Rex kommen sie. Mit Rex kommen sie. Von, den Namen muss ich glaube ich nicht sagen, aber fängt mit S an und hört mit Arx auf. In versteckten Hinweisen geben wir nicht richtig stark. Das läuft alles perfekt. Ich visualisiere das jetzt. Okay, ich habe dich so eingebaut. Ich lauf los. Du kannst sie einfach aufheben, ne? Und du da drin stehst. Justin hatte nämlich ein bisschen Probleme, sich einzuloggen am Anfang, weshalb er 5 Minuten später angefangen hat als wir anderen. Und ich wollte nicht, dass er dort gefressen wird und habe ihn deswegen mit einer Foundation eingebaut. Ich bin dann schon losgelaufen, aber hätte ich gewusst, was zu Hause alles auf mich wartet, wäre ich wahrscheinlich einfach im Wald stehen geblieben. Nein, Spaß. Würde ich doch niemals machen. Wenn das Ganze euch gefällt, denkt unbedingt an den Like und schaut auch die Videos von den anderen Teilnehmern. Die Links sind alle in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß. So, ich muss jetzt einfach schnell den 3.500 Meter Lauf auf mich nehmen. Mein Gott, ist das alles immer weit weg. Das ist Baryonyx Level 10. Super. Das wäre... Hast du die Anken noch getrackt? Zu Hause? Oder irgendwas? Dann findest du schön den Weg heim, ganz easy. Ja, ich werde schon los haben. Klar, ich möchte alles mit auf. Ich bin Capro-Struggle. Und ich hab Fock, laut. Lass mich doch drauf. Und das nächste, Alter. So PvE-Struggle, Alter. 2 Capros, 2-mal abgemountet. Bin jetzt raus. Gott sei Dank. Oh, Mann. 2-mal allein unterwegs direkt. Wird man durchgenommen. Alles. So, jetzt go. Ich bin auf dem Weg. Schau mal, ich weiß. 1600 Meter. So. Hier ist ein Typ. Hier sind 2 Typen. Bei dir direkt? Direkt neben mir. Direkt neben mir. Versteck dich. Die von dort weggehen. Thyla und Barry wäre das. Thyla. Glaubst du? Thyla ist strong. Ja. Boah, hier hoch, jetzt geht das wieder los. Zack, überall hängen bleiben. Alter. So, ich bin zu Hause. Okay. Also unser Plan ist jetzt so ein bisschen, wir rechnen super safe damit, dass wir heute wieder Besuch kriegen. Aus den letzten Erfahrungen. Und das heißt, diesmal wollen wir vorbereitet sein und mal zu Hause sein. Das ist... Der Plan, ein bisschen Action in der Base mal, das erste Mal. Ja, echt, wir waren jedes Mal nicht da. Das hat uns massiv geärgert. Weil der Tower hier vorne, den sie komplett abgeräumt hatten, ist schon wieder komplett ausgewachsen. Ne? Das ist schon gut. So, ich mal jetzt Croplots. Ich gucke, was geht. Ja, konnte mal 5 machen. So, jetzt einmal nicht, aber es leckt bei mir nicht mal mehr mit den Türen. Unsere Tür ist ja voll... Unsere Tür hat einfach nur noch Hälfte. Die hier. Ist die ist mit gedamaged irgendwo? Worden, ja. Die ist... Okay. Ja! Das Wichtigste ist jetzt, wir brauchen jetzt so ein Allo. Das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die 3 haben, weißt du? Ja. Und ganz wichtig, noch mehr Plans. Wir hatten die Regel so verstanden, dass wir nur 15 stellen dürfen. Aber jetzt haben wir bei allen anderen gesehen, dass das nur ein lokales Limit ist. Und jetzt stellen wir weiter vor, natürlich auch noch mehr, um da mitzuhalten. Es gibt Essen und Trinken verloren. Oh ja, stimmt, da muss ich auch wieder drauf achten, Mann. Ganz vergessen. Das ist schon heftig. Ja. Und während ich die Tower gebaut habe, hat Justin den Biber und den Diplo vor Hamsty Space abgeholt und zu uns nach Hause gebracht. Okay, ich bin jetzt nördlich. Ich glaube, irgendwo hier packe ich den Biber jetzt einfach in den Dschungel, würde ich sagen. Mhm. Und dann versuche ich den Diplo nochmal in eine Node oder so einzusammeln, dass ich ein bisschen Level bekomme. So, ich habe gerade versucht, hier hinter unsere Gates einen Tower zu stellen. Das geht nicht. Mhm. Da sind immer noch zu viele, die Plans zu close. Mhm. Ist gut zu wissen, Alter, was da für Abstände sein müssen. So, weil ich nicht so 30 Foundation oder so bin. Oh, was ist jetzt schon wieder los, Leute? Oh, ein Skorpion greift den Biber. Okay. An. Oh. Golden, oh mein Gott. Boah, der Jump. Kurz gucken, niemand da, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie runtergegravelt und aus der Base gezogen wäre. Ich traue den Leuten ja alles zu. Einfach komplett entführt. Mhm. Flup weg. Eine Isa zu mitnehmen. Ja. Blöd, dass unsere Fionias alle tot sind. Können wir da Kacke gebrauchen? Nee. Echt nicht? Sind das mein Fionia ist nicht tot, ne? Echt? Krass. Ja, aber ja. Als wäre das tot. Also das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das fand ich noch am Leben, mindestens immer. Ja, ich habe so viele Todesmeldungen über Fionia bekommen letztens, da weiß ich gar nicht mehr, welches. Ja, erlebt. Die ganzen Babys. Warte, das Fionia. Oh, glaube ich doch tot. Nee, da!
Level 15, 4 um mir, da ist das. Okay, 4 Plants fangen an zu wachsen. Okay, der Tower ist jetzt so gut wie Slot Cap. Und einen Para brauchen wir auch noch unbedingt, ne? Die anderen haben alle Para. Innerhalb von unseren Mauern ging durch das Turret Cap leider kein weiterer Tower mehr hin und deswegen habe ich angefangen, vor unserer Base ein bisschen Defense anzulegen. Ich möchte nämlich den Platz dann eigentlich nochmal mit Gates umranden direkt vor unserer Base und so eine Art zweite Defense Line anlegen. Und jetzt achtet mal ganz genau auf die obere Mitte meines Bildschirms, was man so hinter diesem Crafting Tab sieht. Was ist da gerade passiert? Was ist denn? Ich habe einen Waypoint gemacht. Hier ist gerade ein Netz geflogen. Oh, ich komme rein. Ich habe das super weit wegfliegen sehen. Das ist gerade straight über die Base von uns geflogen. Dann ist das... Ich weiß nicht, wo das hingehen sollte, aber es war auf jeden Fall... Die stehen vor uns vor der Tür. Ganz vorn. Ja. Mhm, da ist jemand. Hoch. Achtung, komm hoch, ja. Pass aber auf. Die sind direkt davor. Ja. Ich regeneriere das Dampf. Mach auf. Mhm. Ich mach jetzt auch. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Er ist unten bei unserem Boden von unserem Dingens gewesen. Die ganze Zeit. Mit Mikroraptor. Hier war er die ganze Zeit. Siehst du ihn noch? Er ist hier mit Mikroraptor ohne Tame rumgerannt. Er hat die ganze Zeit das Ding hier angeguckt. Er ist hier auf den Treppen. Läuft gerade wieder zurück zu Kay. Also ist einer von Kays. Hast du was zum Snipen? Leuten. Ja, habe ich. Na dann, schieß drauf. Und nicht, dass ihr euch jetzt wundert, die Allianz mit Kay ist vorbei. Wir sind jetzt wieder offiziell im Krieg. Siehst du ihn noch? Na, er ist schon wieder sofort doch da hinten in der Base. Hm? Ich sag dir, es wird gleich was passieren. Ich mach jetzt einfach eine Holzfarmtour. Ja, ich mach eine Holzfarmtour. Ich bin ja direkt da unten. Also du hast ja gesehen, ich war jetzt nicht perfekt. Ich habe echt lange gebraucht, aber ich bin direkt senkrecht unterm Berg. Also ich kann genau diesen einen Weg hoch sprinten, den ich gerade auch dran bin. Ja, gerade brauchen wir auch Steine. Da muss ich mit Anke da raus, weißt du? Nö. Hab ich jetzt nicht so optimale Gefühle da. Nee. Mein Holz habe ich jetzt ein bisschen schon gefarmt, zumindest für die nächsten Gates, aber das ganze Medley muss ich einmal abbauen, da kommt noch viel Stein mit rum. Er ist wieder da? Er ist wieder da? Ja, ich bin hier auch. Ja, er ist unten an unseren Gates, ja? Ich sehe ihn. Bereit? Ja, los, go, 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 go. Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, ich sehe ihn da, ja. Oben auf den Stein. Ja, Netz kam, war klar. Ich reite. Bin gepolert. Ich beiße. Sehr gut. Bin frei. Ich baller hier rum wie ein Idiot. Also, weißt du? Okay. Zu. Okay, hat noch sein Mikroraptor drauf, er benutzt ihn nicht, das ist gut. Er wirft den Mikroraptor auf dich, glaube ich. Oder auf mich, ich weiß nicht genau, ich sehe es nicht. Bin gestunt. Ja. Kannst du mich verteidigen, ja? Ich versuch's, mein Bestes, aber es ist echt nicht so einfach. Zwei Sekunden noch. Eine Sekunde. Okay, bin frei. Ich hab sein Vieh drauf, der Mikroraptor ist, glaube ich, down. Echt? Du kannst die richtig weg. Sicher ja, oder so wahrscheinlich? Ja, relativ sicher. 90%. Ich habe irgendwas gekillt. Komm, wir komm, hier ist Kay. Der ist hier neben mir. Komm mit zu Kay, Nee, komm mit her mit den... Oh Mann! Achtung, der steht oben auf dem Stein mit Bola. Ah, auf dem Stein steht da, ja, ich sehe ihn. Nettet. Frei. Ja, Rinko. Der ist frei, als ob. Er hat ihn gegrappelt, glaube ich. Er läuft. Er hat ihn gegrappelt, Kay, so ein Macher. Schuss. Schon wieder? Ich hab ihn getroffen, Mann. Nochmal. Pass auf, ohne Mist, ja. Oh, Backe. Guck mal, das musst du auch machen, wenn ich gegrabbelt bin, weißt du? Ja, das war lucky, hat es irgendwie durch das Ding geschafft. Boah, das war so gut. Das war wirklich mega gut. Okay. Und nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Dieses mega gut ging an Kay, denn das war ein krasser Move. Also die Flagge war auch schon wieder schwarz. Er kommt wieder hoch, Rinkus kommt wieder hoch gerade. Warte mal, ich muss erstmal Stamina mit dem Dingens. Komm wieder zurück. Nicht so weit vorn alleine. Ja, jetzt wäre er langsam... Wir machen wieder unseren kleinen Krieg hier oben. Jetzt wäre er wieder voll. Okay, warte. Da müssen ein paar Bolas und zwei, drei... Obwohl, Fallschirme brauche ich jetzt gar nicht im Fight, oder? Was könnte passieren? Ja, mach dir ruhig ein bisschen was. Ich gucke, dass die unsere Plans hier nicht leer machen. Ich habe dir so einen Shotgun-Schuss ins Gesicht gegeben. Dem, ne? Mir? Ja, dir. Okay. Du hast genau in dem Moment gebissen. Ich habe... Also ja, ich glaube, wahrscheinlich eine Bullet hat auch ihn getroffen, aber du hast ihn so perfekt...
Ja, ich stand perfekt. Das war wirklich gut. Rex kommen sie. Mit Rex kommen sie? Ja. Ja, das ist Schlacht. Sollen sie. Bring mir Roll ab, bring mir Roll ab. Alles gut. Mein Schild hat aber auch Instant gebrannt. Hast du dich? Rein. Sehr gut. Ja, bin drin. Kein Mating auch nicht. Wir haben echt Pech. Er geht zurück. Ringo ist alleine da. Ringo ist alleine pushen, da. Wir müssen jetzt. Pushen. Ja, push, bin da. Warte, ich muss. Krieg die Tür nicht auf. Bleeding Damage auf den Rex. Yo. Er kommt wieder, Kay, kommt wieder, pass auf, wenn er uns nettet. Willst du nicht? Nee. Kannst du entnetten? Ja, bin dabei. Ich hab Kay einen richtig ich guten kann nicht, ja. Bist du entnettet? So. Ja, muss laufen. Der schießt. Lauf. Alles drin? Ja, jo, alles drin, alles gut. Wir haben dem Rex aber auch, also es muss dem doch Damage machen, oder das Bleeding, also. Ich muss auch kurz, wie es mir geht. Ich habe den Rex gerade facetanked. Ja, mir geht's gar nicht gut. Hat der Rex hab ich ja wirklich. Facetanked. Über so, Bleeding. Ist er noch da? Ja, er steht direkt vor der Tür. Hebt mal das Tor auf, so ein bisschen. Na, ich kann jetzt losrennen, wenn es aufgehoben ist, sonst kann er reagieren. Ich will ihm keine Zeit geben zu reagieren. Aber dann musst du jetzt. Ja, ich laufe. Achtung! Jetzt! Go! Ich sag ihn. Du musst ihn auch beißen. Ich hab Netz auf mir. Natürlich. Alter, ich bin richtig weit weggeflogen. Karno geht drauf, ha? Huh? Nee. Doch. Oh, ja, jetzt vielleicht schon. Ich stuck ihn, bin da umgerannt. Karno geht's noch gut. Pfeif den mal, pfeif den Karno. Ich komme mit dem Alu noch. Pfeif den Karno. Ja, geht nicht, ist nettet. Ja, ich hab den nicht entnettet bekommen, weißt du? Alles gut. Ich hab ja gesagt, ich hab davor auch facetanken müssen, Inge. Geh auf den Typen, fuck. Obwohl, doch, ist ganz gut, glaube ich. Naja, Karno, komm schon, Karno, du schaffst das, Karno. Karno, du überlebst das! Ah! Oh. Nee, Karno kann immer noch nicht, schade. Karno down, schade. Was haben die für einen Rex? Der ist Level 44. Was ist das für ein Rex? Warum überlebt er so lange? Kay ist runter. Ja, Rinkus hier. Läuft. Hinter dir? Ja, ich versuche ihn zu kriegen. Ich hatte aber, verwirrt mich gerade so extrem. Der ist Level 44. Keine ich bin Level 127. Und der hat fast genauso viel Leben gehabt wie ich. Das kann doch nicht sein. Hast du ein anderes gelevelt? Nein, nur Leben. Ich habe 9k Leben. Und der hat mindestens auch 6 oder 7k Leben. Weil ich habe ja einen reingebissen. Ja, wir müssen den 6er halt auch mal hochholen, ne? Das ist echt wichtig. Okay, Foundy habe ich repariert. Ja, nee, egal. Das ist echt. Ja, mit dem Netten, du musst da entweder reinhüpfen. Oder ja, bin ich, aber dem Alu ging das aber auch. Ich habe den Karno 15 Mal angehauen und es ging halt nicht. Also, dann bin ich lieber weg. Was bei mir war, ich habe aber auch echt so viele Hits kassiert. Was bei mir, glaube ich, war, ich habe den Rex immer gehittet und nicht den Alu. Okay. Deswegen ich auch sehr lange gebraucht habe. Ja, nee, den Alu habe ich jetzt gut wegbekommen, aber. Wir müssen jetzt hier bleiben. Wir brauchen Steine und so. Weißt du, du bleibst jetzt hier. Wir müssen hier Gates hinstellen. Da müssen die nämlich erstmal sprengen. Ich guck hier. Ich sehe die da in ihrer Base. Sehr gut. Feed Force viele den. Sehr gut. Das ist auch echt so ein bisschen ein Nachteil bei uns. Die kommen einfach auch gut weg. Wir kommen gut weg, aber die kommen alle auch gut weg. Ja, das ist halt irgendwie dann anstrengend, ne? Wenn du jedes Mal denkst, jetzt kriegst du ist wieder abgehauen. Und Ich meine, ich verstehe es, ich würde auch abhauen, weißt du? Das ist no front, aber es ist so. Schade, dass der Kano gestorben ist. Ist nicht so schlimm. Ja, aber der Rex ist auch tot, oder? Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich war so auf Kräfte. Ja, der Rex ist tot, ja. So war halt die nächste. Der hat mehr als Hälfte von meinem abgezogen und ich bin ja dreifaches Level von ihm. Er ist 44, ich bin 127. Ja, und ich meine, die haben Kano und Alu auch noch reingehauen, ne? Ich verstehe nicht, was da los war. Also irgendwie, was hatten die für einen Rex, Level 44, ne? Na, ich war auf 3k Leben, 3,5 von 9k. Ja. Die kommen, glaube ich, halt schon wieder. Doch, sie kommen. Ich würde einmal. Sollen sie doch hierher kommen zum Fighten? Die haben wir Plans, weißt du, und Deckung. Die Anke ist nicht. Der Anki. Ja, der mich versucht zu bowlen, der Marsch. Rex. Warum schießen denn die Plans nicht?
Ist so weit weg. Drin scheinbar. Echt? Super krass. Das macht keinen Sinn. Die müssen locker schießen. Ja, würde ich auch sagen, ne? Na, die f***ing Enki, also wirklich. Ja, lass sie doch sterben. Wir haben denn doch die bessere. Lass die Anke sterben. Ja, ist die schlechte. Lass die einfach sterben. Okay. Na dann. Na dann. Ich hab auch nicht verpflanzt. Der war so weit drin, da müssen die Plans doch schießen. Mal schau, haben sie geschossen. Ja, ja. Nettet. Einmal ganz kurz. Du benettet, bist nettet. Benettet, nettet. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Der ist 100, der. Ich glaube, ich pfeife die Anke auf Agro, aber wenn das ein bisschen schwierig wird jetzt. Nee, mach's nicht, warum? Lass doch einfach. Weil die macht extrem Damage, ne? Nee, macht's nicht. Schon, der, ist, die ist die Food Anke, nee, das ist die Food Anke. Ja. Egal, der Rex wäre, glaube ich, die macht fast so viel wie ein Rex. Er hat erstmal gekannt sein, Rex! Sitzt so der Anke. Hast du die Shotgun dabei? Ich habe keine Shotgun dabei. Mm-hmm. Ich würde auch mal ein bisschen Fußfighten wollen jetzt. Mhm. Park den Rex hier mal hinten. Achtung, benettet! Ja, ich bin hinten. Ja. Ich komme. Oh. Hallo, Game. Bin frei. Ja, gut. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Stunden wieder was zu tun hier, gegen Kay zu fighten. Aber solche Narkofallen haben wir noch nicht, oder? Die könnten wir auch in die Tür stecken, wenn wir welche hätten. Mach ich mal. Das wäre so ein geiler Kill. Also jetzt bist du alleine. Das möchte ich jetzt durchsagen. Ich mache Narkofallen. Die sind so gut die Idee gewesen gerade. Das ist eine so, so gute Idee. Bis wir selber reinlaufen. Weil, ja, naja, das kann passieren. Aber die geben mich viel weniger bei einem. Das habe ich Kannst bei... du vielleicht die Türen zu machen hinter dir? Das wäre, glaube ich, richtig gut, wenn unsere Feinde dastehen, weißt du? Ja, ja, mache ich rein. True, true, true. Die schießen? Ja. Yeah. Hm. Ach, war ja. Weiß das Ding. Wir hätten das gecraftet, Inventar? Als ob. Okay. Ja, wir haben, glaube ich, alles. Ich mach mal 6 Stück. Ja. Bin ich unnötigerweise reingelaufen. Das Krasse ist, bin gebolert? Ja, ich komme raus, aber ich becrafte gerade noch. Ich laufe. Bin frei. Oh, fuck. Ja, ich kann es wieder. Also, ich kann es Minecraften. Du stresst mich. Ja, ich kann sie nicht ändern. Ja, ist auch gut so. Alles rein. Was schießen die denn? Auf den Diplo. Pass auf. Wenn er dich nettet, dann beißt der Rex das Ding instant dead, ne? Hm. Hit. Hast du die Falle? Nee. Mm-mm. Er hat es aufgeschossen, glaube ich. Vor mir? Er wirft eine Weide, Bola. Ich muss mal wechseln. Kein Schuss mehr. Oh, ich habe keine Hose mehr an. Ich muss wechseln. Ich bin drin. Mhm. Ich hoffe, dass irgendwann dann unsere Pflanzen mal ausgewachsen sind. Die einfach rückengefest kriegen. Das wäre so geil, oder? Bin wieder fein. Ich hole mal noch. Haben wir noch eine Shotgun irgendwo? Ja, oder? Bestimmt, ja. Wir haben ja gelootet. Ja, hier. Munition könnten eventuell aber nicht 41 haben. Schuss doch. Also hier ist eine Falle drin. Na, okay. Von dem Busch. Kann ich die selber nicht auslösen, hast du gemeint? Doch, du kannst, aber du kriegst sehr wenig Tor. Mindestens ich kriege als Fallensteller sehr wenig Tor, wenn ich durchlaufe. Ich weiß nicht, wie du das bei Tribe Mates ist. Okay. Ich habe bei Hamster gesehen, das hat ja selber ausgelöst. Mehrmals und hat keinen Tor bekommen. Okay. Also das ist ganz komisch, finde ich. Was macht Kay, ist die Frage. Headshot auf ihn, auf Rinko. Wenn das Rinko ist, der grüne ist Rinko, ne? Ja, ja, da drauf ist Rinko. Aber der lenkt uns ab, merkst du das gerade? Wie er so im Kreis läuft und Kay ist nicht da. Kay ist nicht da. Nee, diesmal hab ich nicht getroffen. Der hat Granaten, denke ich mal, oder? Wir haben noch Gaze, ein oder zwei, ne? Denke ich mal, oder? Wir haben nichts mehr. Ich habe gerade zu dir gesagt, ich muss Stein farmen, weißt du noch? Als du das erste Mal weg wolltest wegen Holz, habe ich gesagt, wir müssen Stein farmen. Kommt da Kay? Okay, komm mit Bola. Ja, der kleine Renner kommt. Der Flitzer kommt. Ich habe hier mal eine Falle aufgestellt, weil das ist auch wichtig. Du kannst sie auslösen, wenn du drauf schießt. Das heißt, ich versuche ihn jetzt in eine Falle zu bohren. Ja, ich sehe ihn aber so gar nicht. Er ist oben von seinen Pflanzen drauf.
Ich räumte die aus. Das kann durchaus sein, ich weiß nicht, vielleicht hat er die schon ausgeräumt. Wahrscheinlich. Oh, guck mal, Rinko ist ganz still und force-feedet. Kay ist rechts auf dem Turm, ne? Mhm. Ist gut, das links wächst auch nochmal ein Turm aus, den haben sie noch nicht gesehen. Ich wollte halt draußen die Gates deswegen langziehen, dass sie nicht so einfach da rankommen. Kay, Headshot. Kay rennt runter. Kay ist vor uns bei den Gates. Ja, ich sehe es. Alter, wir grabbeln. Der will grabbeln, pass auf! Der will grabbeln, Alter. Cutten, kannst auch. Ja, ich weiß, aber das ist richtig schwer, finde ich. Dann zieht er dich in den Rex rein, weißt du? Ja, muss brauchen ein paar Rex zum Glück. Ich glaube, 7 und 8. Achtung, ich habe ja meine Flak. Parachute zu unserem anderen Tower dahin. Er ist auf unserem anderen Tower drauf. Ich habe ja reagiert, Leute. Das macht ja keinen Sinn. Ich bin mit ihm auf dem Tower. Er will bolern. Ich bin auf dem Tower gebolert. Ja, das. Ich kann ja, ich muss unsere Pflanzen doch retten. Soll ich die einfach sterben lassen? Das ist die Frage, weißt du? Ich hab die Tower gerade gebaut. Besser als dass du stirbst. Hat er recht. Deswegen bin ich lieber einen Schritt zurückgegangen. Getroffen. Ach, ich will meine Recording angucken. Die Schüsse sehen gut aus, aber. Nochmal getroffen? Nicht. Der hat jetzt getroffen. Oh, endlich einer. Der hat den Punkt, wo er sich bewegt hat, treffe ich. So, ja, hat alles leer geräumt. Ganz schnell Dünger her. Ah, okay, ja. Mhm. Hab mich schon gewundert, wie er da hingekommen ist. Was ist das für Er kann sich auch andersrum reingrappen. Die Tower sind halt einfach noch nicht safe, weißt du? Mal, die müssen jetzt schon auswachsen, das ist echt wichtig. Oh, ist wieder überall was drin? Abgezogen, mindestens kein Drecks mehr vor der Tür. Gut, dass Leute zu Hause geblieben sind. 2, 3, 4, 5. Oh, der Rex. Sorry. Was ist mit dem Rex? Der macht seinen Kopf in meinen Arsch. Wir bauen jetzt hier einfach Fort Knox. Weil noch sind sie nicht tot, die Pflanzen. Das heißt, sie haben bis jetzt noch keinen Progress verloren. Mit der Anke kacke ich einfach weiter. Weißt du? Das ist echt kein Stress. Unser vorderer Tower war natürlich auch leer. Mhm, ich wäre drin. Super. Wisst ihr, was ich echt gerne mal hätte? So einen Counter, wo man sieht, wie viel uns in diesem Projekt schon scheiße geklaut worden ist. So, dass die ganze Session so gehen, ha? Was sieht dann raus? Jo, sie kommen. Mach dich ready, Justin. Mhm. Ich wollte die Enker mal ein bisschen letzten paar Zentimeter noch wegpacken, aber muss ja jetzt nicht sein, dass sie da in der Schusslinie steht. So, wir haben jetzt 7 Stück. Ist doch ganz gut. Mal gucken, wann Sharks hier ankommt. Ja, das wäre schön lustig, wenn er dann kommt. Schön im Battle. Der sprengt schon witzig, ne? Sharks hat rechts und links gesprengt, die wollen vorn rein, also. Macht bei denen ja aber auch ein bisschen Sinn, weil die ja da Base haben, können sie ein bisschen mehr frontal kämpfen, als dass sie da. Ja. Oh, so. Guck mal, hier das Fleisch nach. 20 Minuten und dann ist Pause, ey. Diesmal brauche ich die Pause wirklich. Weil der Alu ist gleich wieder full life. Ja, der hat noch gut Leben, aber auch bist nicht. Bist du gerade drin? Viel. Mach mal Bärenfallen, bitte. Bin ja, ich so. Kann wieder rein. Nee, ich geh rein. Ich dachte, du wärst drin, okay. Sorry. Geh ruhig, nee. Mach das. Ich wollte den Rex mal ein bisschen heilen jetzt. Nee, ist der richtig. Der ist jetzt half. Ist auch nicht so. Ja, so. Ja, heil den hoch. Genau, aber auch noch richtig, wenn wir dringend Dünger brauchen, im Rex ist der Dünger, den wir noch haben. Ja. 5 Stück. Wenn ich sag, der hat wieder leer geräumt, kannst du es raus und wieder hochräumen. Ich verkraft jetzt die Bärenfallen. Hier rechts. Ja. Direkt bei uns drin. Mhm. Wo? Hier unten irgendwo werfen die. Die werfen aber die von weiter außen. Irgendwo unten, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich sehe ihn nicht. Siehst du ihn? Ich sehe ihn auch nicht. Nee, der ist tief. Der ist. Er wirft doch nicht hoch, er macht einfach nur die Spikes weg. Was, eine Spike war das? Ich sehe ihn nicht. Muss ja irgendwo. Ich denke, da, ne? Ich nehme es an, vom Flugwinkel her, aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Guck mal, wie wir mit dem K-Mod über den Diplos sehen. Guck mal. Er bewegt sich gar nicht zu mich. Alles Stillleben da unten. Okay, die Spike ist nachgedingst. Nachgesetzt. Als ob er sich nicht bewegt. Ich habe keine Ahnung. Doch, das ist er. Echt? Ja, ich sehe ihn. Wo ist denn er? Er hüpft jetzt gerade weg. Er ist jetzt gerade weg. Ich kann nicht so gut pingen. Oh, hier ist ein Stück Kacke. Ja. Auf K-Mode kannst du knicken, aber dem Ping ist ganz komisch. Ja, ja. Der ist gerade rausgehüpft. Hat ganz kurz, also ungefähr 30 Sekunden. Er hat wahrscheinlich 5 Nades wieder gemacht, die reingeworfen, aber ist keiner angekommen, oder? Ist nichts gedamaged. Nee, nö, ist alles voll. Er hat nur die Spikes getroffen.
Sehr gut, da machen die Spikes schon mal Sinn. Beide sind hier vorm Tor. Ich schau mal kurz das Fleisch, was ich am Braten bin. So viel Sport, da kriege ich immer richtig Heißhunger. Uns fehlen halt massiv Steine, ne? Oh, der Rex wieder vorm Tor, der andere steht hinten. Wir haben viel Simple Bullets, das sehe ich hier. Jetzt bauen sie da draußen Metall ab. Die farmen Metall, Alter, bei uns. Also die Alus sind beide wieder ready. Wenn die dann doch irgendwann abziehen sollten, müssen wir farmen. Das sind alle Steine, alles Holz. Okay. Wir müssen unsere Base tief finden. Ich habe erst gedacht, auf der linken Seite kann ich besser schießen, aber auf der rechten Seite ist um einiges einfacher zu schießen. Mann, ist der Turm jetzt neu, ja? Kannst du dich auf den Turm setzen? Ja, sehr gut. Ist fertilized. Aber es, haben sie es wieder rausgenommen? Nee. Guck mal auch rein, ob da immer noch der eine drin ist. Ja. Ist drin? Haben sie nicht rausgenommen. Sehr gut. Achtung, Case da unten links. Eine Idee ist, ich einfach mal Narko-Traps hier aufstelle. Ja, mach das mal. Ja, ist eine gute Idee. Ist eine sehr gute Idee. Warum schießen die nicht auf dich? Sehr feine Idee, Justin. Mega Move. Wenn ich weiß, wird das ein richtig... Ist der noch da? Ich sehe den nicht mehr. Der ist genau unter dem Tower von meiner Sicht aus. Ist er noch da? Ja, ist noch auf dem Rex. Links. Ah, ja, links, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Der denkt, der kann sich ja nicht leiden. Er schießt auf mich. Oh, na gut. Komm zurück. Alter, das war aber ein knapper Sprung, oder? Na, ein ja, Tor daneben. Schon, und wie sieht's mit deinem Topo aus, mal so als Frage? Gar kein Topo. Okay, also selber kriegt man keinen, ist krass zu wissen. Mhm. Ich bin aber auch dass ich es gerade mich so nicht erreicht habe in der Distanz, das weiß ich jetzt nicht, leider. Ja, wir schießen da jetzt drauf. Okay, schade, gut. Aber die Idee war sehr gut, Justin. Mhm. Weißt du, und deswegen meinte ich, wir brauchen einen Sniper-Tower. Wenn wir jetzt hier oben so einen Tower hätten wie Case, so in der Mitte hier, weißt du, wo hier noch so Platz ist? Stell dir das mal vor, ist ja übel geil, das sollten wir bauen. Ja, nicht in der Mitte, dann ist es hier zu so. Sehr... Das Doch, weil dann haben wir schön Vision, weil wenn wir den weiter hinten oder rechts oder links oder vorne setzen, die bauen da das Metall ab. Bauten wir noch das Metall ab? Okay, ich sag dir, was ist der Plan? Ah, hier ist die Narko, hier ist die Topper. Kriegst du Topper? Nö. Nee, ne? Nee. Ja, okay, auch nicht. Okay, ich sag dir, was der Plan ist. Sie bauen bei uns alles ab, dass wir nicht mehr farmen können, weil wir durch unsere Farm, die jetzt geblockt ist. Das ist der Plan, wetten. Ich hab keine Vision auf den Rex. Hab Ringo, glaube ich, getroffen. Uns. Er hat sie ausgelöst! Nee, Achtung, Rex kommt. Hat gegen gefressen. Ja, er hat sie ausgelöst, sehr gut. Ringo ist mir jetzt so ruhig. Okay, wo trifft er denn die ganze Zeit? Mit der Brust. Ja, davon habe ich noch ein paar. Da soll er gerne weiter rausschießen. Warte, ich mach mal ein anderes Tor auf. Rechts ist noch eine, direkt rechts in der Ecke im Busch ist noch ein Narkotter. Hat mir meinen Helm fast weggeschossen. Ist auch gerade echt kalt. Hast du auch so einen riesigen Eisflockenball? So ein riesiger? Also nicht Eisflocke, sondern so ein Schneedingens da, ja, ne? Hast du auch so einen riesigen Eisflockenball? So ein riesiger? Also nicht Eisflocke, sondern so ein Schneedingens da, ja, ne? Jetzt wundere ich Kane wieder. Das kommt mir so bekannt vor. Hab ihn. Er könnte noch gehen. Jetzt wundere ich Kane wieder. Das kommt mir so bekannt vor. Hab ihn. Er könnte noch gehen. Nee, tut er nicht. Ist so geleckt, ich war hier. Na, ich war hier und wollte durch das Tor und bin ja zurückgebackt. Er rennt echt komplett runter. Ringo ist alleine. Es war sehr gut. Der Move. Platziert dort wieder welche. Hast du noch welche? Nee. Es war platziert und draufgeschossen. Nicht da vorher platziert. Er ist komplett abgezogen. Ja, der tut richtig weh. Der hat mir ja drei Schüsse mit der Shotgun gegeben und dann noch eine mit der Flinte hinterher, als er gerannt ist. Boah, es war so geil. Ich habe nur zwei gegeben, eine war... Sehr gut.
Jetzt ist Ringo ja, halt alleine da, ne? Ja, nochmal rauspushen, oder? Ich würde eigentlich ganz gerne mal einen Stein abbauen, weißt du? Hm, ich passe auch. Also okay. Kannst du mit der Spitzhacke mal an den da rangehen, ja. Vielleicht unter mir? Ja. Ich sehe gerade niemanden. Das war mir genau das gleiche wie die. Aber mal als Fahrer so ein bisschen. Die gucken, fragen sich wahrscheinlich auch, was machen die jetzt? Okay, ich habe 300 Steine. Oh, ich habe jetzt zweimal daneben getroffen. Jetzt fehlen mir schon die 300 Steine, sehr gut. Kurz gefarmt. Dann bin ich bei der Rex. Aber dann können wir jetzt wenigstens wieder ein Geld machen. Falls, weißt du, falls die eins sprengen, craft ich eins vor, tu das hier in den Schrank. Kommen sie nicht durch. Jetzt ist Kay am Schießen. Kay ist wieder da, ja. Ja, aber sehr weit noch hinter Renko. Okay. Also der ist ganz da unten in den Gates. Ach, es ist sonst noch kein Kill gefallen, ne? Was waren denn die anderen alle? Vielleicht farmen die wieder. Ja, die farmen bestimmt wieder, ne? Oh, Mann. Wir wollen auch mal. Aber wir kommen nicht zum Farm. Meine Flinte ist fast broken. Okay. Aber ich freue mich, dass wir zum Schluss gekommen waren, heute eh zu Hause zu bleiben. Mhm. Sehr gut, direkt Farm. Eine Reaktion? Nee, ich sehe nichts. Ich stehe hier, du kannst okay, weitermachen, ja. Wenn du willst. Hast du noch Wait? Okay, ja, ich habe nicht so viel Wait, leider. Oh ja, Achtung, ich werde abgeknallt, aber er steht ganz unten irgendwo. Also er hat so eine Flinte sich geholt, aber war Robby. Hat er keinen Bock mehr gehabt mit seinem Revy. So, ich gehe mal kurz rein, bring kurz das Zeug weg. Tu es einfach in den Schrank. Das ist gut. Und damit waren die ersten 2 Stunden dieser Session schon vorbei und wir waren eigentlich ganz happy, dass wir standgehalten hatten. Wir wussten nicht, was noch auf uns zukommen würde. Das erfahrt ihr aber auch erst am Donnerstag. Bis dahin alles Gute für euch und ciao, ciao.